Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei einer weiteren Sendung von Free Spirit TV, dem Sender jenseits des Mainstreams. Heute bei uns ein ganz besonderer Gast. Ich begrüße ganz herzlich im Studio den Schauspieler, das Unikum, das Phänomen, Erwin Leder. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Das Unikum, ne? Das Phänomen. Du bist ein Phänomen. Es ist schwer für mich, das so irgendwie unwidersprochen zu lassen. Ja, das kann ich verstehen. Aber ich lasse lieber unwidersprochen, weil sonst bleiben wir dran hängen. Und das ist das Letzte, was ich möchte. Abgesehen davon, dass sowas zu sagen immer eine Bürde hergibt. Ne? Wieso, was willst du mit den Aufbürden? Na, ne? Wieso glaube ich dir das jetzt gerade nicht, dass du nicht gern dort hängen bleiben würdest, du als Philosoph? Ich bin ja auch kein gelernter Philosoph, aber man beschäftigt sich halt im Lauf des Lebens mit den Dingen des Lebens. Und deshalb ist Psychologie, Philosophie, was übrigens auch zum Schauspielberuf ein bisschen dazugehört, sehr wohl eine gewisse Leibspeis, aber nicht durchaus. Also es sind so viele Facetten mit uns allen. Apropos Facetten, ich glaube, damit die Zuschauer ein bisschen ein genaueres Bild von dir kriegen, spielen wir gleich ein paar Szenen aus deinen Werken ein, schauen uns die an und dann lassen wir uns überraschen. Okay, liebe Freunde, ihr kriegt jetzt ein paar Bilder von mir, Bilder wohlgemerkt. Eines kann ich dir versichern, mein Kind. Dafür bezahlt Craven mit seinem Leben. Dieses Haus wird schon bald in Trümmern liegen. Das erlebst du nicht mehr. Nein, 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 warte, warte! Ihr allein sollt die Wahrheit über alles erfahren. Wenn Lucien die einmalige Gelegenheit hätte, das Blut eines Reingeborenen in die Hände zu kriegen, eines mächtigen Ältesten, wie Amelia oder euch selbst, und es zusammen mit Michaels Blut injiziert. Verabscheuungswürdige Kreatur. Halb Vampir, halb Werwolf. Aber stärker als beide. Ja. Naja, sie ist kein Friedhofsmensch. Hat sie immer gesagt, war sie nie. Auch zu einer Seele nicht. Du meinst, sie wird dir keine Blumen bringen? Doch, doch. Leute würden ja reden. Andererseits... Sag bloß, du weißt, was sie denkt. Weißt du das? Wer weiß das schon? Du liebst die Menschen. Wirklich? Warum zum Teufel bist du dann gegen Euthanasie, wenn du einen Sterbenskranken leiden siehst? Erwin, ich habe ein bisschen recherchiert und ich war überwältigt. Ich kann jetzt nicht alles aufzählen, aber ich sehe, du bist einfach ein leidenschaftlicher Künstler, Schauspieler, Bühne, Kino, Fernsehen, wo auch immer sonst noch. Einige Dinge für unsere Zuschauer. Lear, der Zerrissene, Ahab, der Weltintendant, Umsonst, der Weibsteufel, Lemminge, Frühlingserwachen, Es, Molière, im Kino, Fernsehen, auf der Bühne, Winnetou kehrt zurück, Tatort, die Superbullen, Henri Dunant, diese Mischung, die Wanderhure, Soku, Donau, Wien, Mozart, Meißel und dann, zu guter Letzt, unglaublich, Das Boot, nominiert mit 6 Oscars. Schindlers, nicht ich. Nicht du, aber leider der Film. Nicht. Es wäre aber fast gelungen. Es ging um ein paar Stimmen, dass ich also nicht nominiert wurde. Ja, also aber damals gab es ja für Darsteller noch gar nicht einmal einen Auslands-Oscar. Das war ja damals noch gar nicht so. Also von mir hättest, also du, schön einen, gewesen, ne? Von mir hättest du einen gekriegt. Ja, danke schön. Nee, es wäre wirklich schön gewesen, weil dann wären der Christoph Waltz und ich auch hier auf gleicher Höhe. Ja. Christoph und ich haben unseren ersten Fernsehfilm gemacht, 1977, mit Der Einstand, in der Regie von dem großartigen Rainer Czabinicki. Und wir haben mit ihm auch gleich noch ein Jahr später einen zweiten Film gemacht, 1848, Feuer frei. Und es waren unsere beiden ersten Filme in Hauptrollen, tatsächlich. Mhm. Und dann haben wir unsere eigenen Karrieren gehabt. Und völlig verschiedene Karrieren, aber es gibt uns beide bis heute. Und das hat man uns damals schon prophezeit übrigens. Ne? Obwohl wir beide im freien Beruf geblieben sind. Das muss man auch noch dazu sagen.
Das erfüllt mich ein bisschen mit Freude schon. Um nicht stolz zu sagen, ein Begriff, der so sehr negativ besetzt ist oft. Aber mit Freude deshalb, weil es eigentlich der Beweis ist, dass man es wirklich ist, dass man das auch kann. Genau, und ein bisschen stolz sein ist ja durchaus erlaubt, wenn man auch etwas geleistet hat. Ja, ich finde mich mit diesen Worten noch nicht ganz zurecht. Ich muss das noch lernen. Ja gut, dann übertreibe ich es noch ein bisschen und erwähne, und erwähne mal kurz einen unglaublich guten Film mit Steven Spielberg, den du gedreht hast, Schindlers Liste. Der hat allerdings 7 Oscars bekommen. Dann Underworld, das kennen wahrscheinlich die jüngere Generation, kennt das besser. Da hast du ja eine extreme Rolle gespielt. Wir haben es ja gerade gesehen im Einspieler. Dieses Unterwürfige, dieses Devote und doch Sarkastische, irgendwie diese Mischung, das ist einfach richtig genial, finde ich. Eine werwölfische Figur, die allerdings den Werwolf erst gar nicht so raushängen ließ. Wir haben uns ausgemacht damals, das war ein sogenannter Frischgefangter, den sie als Wissenschaftler und Arzt quasi hereingenommen haben, um eben dieses neue Wesen zu erschaffen, das den Lycans ermöglichen soll, das Imperium zu übernehmen. Ist halt gewaltig schiefgegangen. Ja, das stimmt. Aber wo nimmst du das her, was nämlich nicht schiefgegangen ist? Man könnte dich verwechseln mit dieser Rolle. Wie machst du das, dass du, wenn du eine Rolle spielst, dass du das auch wirklich bist? Kann man das lernen oder ist das einfach ein Talent? Ja, es ist ein Talent einerseits. Ich kann mich erinnern an meine Kindertage. Da hatte ich auch gerne mit meiner Schwester Theater gespielt. Meine armen Eltern mussten sich das ansehen und haben sehr gelitten bei Krippenspielen oder Märchenaufführungen. Unter dem Tisch, Tennistisch und so, wo also wir dann die Bühne eingerichtet hatten. Da waren wir auch noch wesentlich kleiner. Ne? Und Talente sind aber schon... Ich meine, es ist vielleicht der Basis, aber Arbeit ist halt dann doch das Allermeiste. Wie war denn das in der Familie? Dein Vater war ja Arzt und plötzlich wirst du Schauspieler. War das damals nicht schon ein bisschen eine Provokation, eine Künstlerausbildung zu machen, wo man kein Geld verdient und so? Mein Vater war so ein großartiger Arzt. Er war Psychiater in einer Heil- und Pflegeanstalt. Damals hieß das die psychiatrische Klinik, hieß Heil- und Pflegeanstalt. Mhm. Und war Leiter der Frauenabteilungen mit über 1000 Patientinnen. Und der war halt so einer, weißt du, der hat jeden Namen jeder Frau gekannt, die da war. Und sie sind auch so liebenswert miteinander umgegangen, sodass ich, er war mir ein lebendiges Beispiel für das, was ein Arzt ist oder sein kann. Und in meinem Studium sind diese Perspektiven leider zerstört worden damals, muss ich sagen. Ich war aber auch zu blöd und zu jung, um mir zu sagen, okay, du siehst jetzt nur ein Abbild von dem, was sein kann. Und es hat mich krank gemacht. Es hat mich so krank gemacht, dass ich dann aufgehört habe mit dem Studium, weil ich tatsächlich etwa ein Jahr lang im Spital war, wegen Nierenkoliken. Also du wolltest auch Arzt studieren? Ja, ich wollte das auch machen. Weil mir das einfach imponiert hat, wie es der Vater gemacht hat. Das war also kein aufoktroyiertes Etwas, dieses Studium war ein Herzenswunsch. Aber meine Krankheit konnte ich heilen, indem ich eine Entscheidung getroffen habe. Welche nämlich Krankheit? Diese Nierenkrankheit, die ich bekam. Aus Frust irgendwie. Mhm. Aus Frust, dass ich es aber auch selber nicht geschafft habe. Natürlich hat es mit mir zu tun und auch mit meinem Idealbild von Medizin. Ne? Und dann kam es halt zu der Entscheidung, dass ich operieren gehen sollte. Und ich wusste, wenn das geschieht, dann hast du eine Narbe, wo sitzen, wo der nächste Stein bestimmt hängen bleibt. Also das, Lasermethode gab es damals nicht zum Zersprengen intern, ne, von Steinen. Und das hat mich dann bewogen, in der Nacht vor der OP einen Entschluss zu fassen und das Ganze abzubrechen, zu sagen, Neubeginn, alles neu macht der Mai und wir sind im Juli dabei, sowas. Und am nächsten Morgen war alles weggefallen von mir und da ging fetziger drüber Haaren ab in der Früh und das war's dann. Ja, heute würde man von einer Spontanheilung reden. Ja, damals hat man gesagt, naja, der Erwin ist ein Nerverl. Ja. Ne? Und dann hat man halt später dieses Vorkommnis psychosomatisch
genannt. Hat man auch dafür ein Vokabel entdeckt. Na, aber das war der Start, das war der Startpunkt für die Schauspielerei. Okay, und heute ist wahrscheinlich jeder stolz, dass man dich gewähren hat lassen, nehme ich an. In späteren Jahren. Viele sind froh, viele sind nicht froh. Also ich mache es sehr gern, wie gesagt, seit fast 40 Jahren im freien Beruf. Jetzt ist und es ist aber für mich eine wirklich hingabevolle, auch gesundheitsschaffende Tätigkeit. Das ist jetzt aber auch nicht unbedingt selbstverständlich, dass ein österreichischer Schauspieler plötzlich in Hollywood Filme dreht. Wie ist das denn so für dich gewesen? Naja, es waren viele Österreicher, die das gemacht haben und die rübergegangen sind auch. Das wollte ich mir dann nicht geben. Nach dem Boot hätte ich schon können, aber ich hatte schon Familie und das war mir eigentlich wichtiger damals. Und es hat sich ja dann später herausgestellt, dass die Entscheidung, die ich im Bauch getroffen habe, auch richtig war, als meine liebe Frau plötzlich verstarb und meine Tochter da war und wir ja dann doch ein gutes Verhältnis zueinander hatten, was wahrscheinlich nicht der Fall gewesen wäre, wenn ich halt weggegangen wäre. Einfach aufgrund der Absenz, ja, bei so einem kleinen Kind. Nein, das war schon in Ordnung so. Ja. Und ich bin sehr, sehr froh, ja, dass das sich alles überhaupt so ergeben hat, ohne es da viel nachzudenken. Und halt auch nicht drüber nachzudenken, welche Rollen ich da jetzt spiele und so. Es gab damals einen Produktionsleiter in Österreich, Peter Leidenfrost, den schätze ich einfach immer noch sehr, obwohl er schon lange nicht mehr ist. Und der hat mir eins gesagt, Erwin, du brauchst da nicht aussuchen, was du spielst. Spülen musst, du bist der Schauspieler. Das war ein sehr gesunder Satz. Man hat nicht zu wählen, was man, ja, sondern ja, bisweilen darf man, kann man. Dann ist schön, dann ist auch schön. Und wenn man denkt, man, also wenn ich oder nicht, das denkt, dass es unzufrieden sei, naja, dann kann ich ja selber was initiieren. Kannst ja selber was machen. Würdest du Schauspielerei eher als ernsten Job oder als Spiel? Eher Schau oder eher Spiel bezeichnen? Na, das ist ein immens beglückender Job, weil du die Möglichkeit hast, dir alles so einzuteilen, wie du es schaffen kannst. Und wenn du es nicht schaffen kannst, dann musst du dir stehen und sagen, Moment, in der Zeit geht das nicht. Das lernt man halt auch mit der Zeit, nicht? Dass man das sagen muss und dass man sich die Voraussetzungen schafft. Also es ist sicher beides. Es ist Schau und es ist Spiel und es ist ernst und es ist beglückend. Aber entschuldige, was beglückend ist in dem Leben, hat immer auch eine ernste Seite. Wenn das wirklich mit Glück zu tun hat und nicht mit irgendeiner vorübergehenden Emotion, die ich mir einrede oder die ich mir einreden lasse, die bei A beginnt und bei B aufhört und so. Wie oft wolltest du schon aufhören mit der Schauspielerei? Eigentlich gar nicht. Nein, nie. Nein, fällt mir jetzt kein einziger Moment ein, wo ich gesagt hätte, pfeif drauf oder so. Nee, ja, ich hasse den. Nein, nie, never ever. Das heißt, es ist schon deine Berufung. Ja. Du lebst, was du bist. Und na, vielleicht ist da im Hintertürchen irgendwie noch diese Gesundungsaktion damals, diese Befreiung von einem immensen Druck, den ich mir selbst gemacht habe allerdings. Mhm. Und manchmal, du wirst es nicht glauben, jetzt ist das schon so lange her, das war 1975, dieser Berufswechsel da, 40 Jahre eigentlich. Ne? Unglaublich. Und manchmal denke ich mir, weißt du, der Arztberuf, der hat halt was. Es ist eben nicht nur ein analytischer Beruf. Aber du hast oft den Arzt gespielt. Einige Male, ja. Weißt, Arzt zu sein, das machst du auch. Und weil du vorhin sagtest, Künstler, ich wäre ein Künstler, weißt du, das müssen auch die anderen entscheiden. Das entscheidest du nicht selber. Ob du dann tatsächlich Künstler bist, das ist nicht meine Sache. Nicht? Das müssen die anderen sagen, wie sehr ich sie berührt habe. Das hängt, für mich persönlich hängt der Begriff sehr mit Berührung zwischen der Geschichte dessen, was ich erzähle, und dem Publikum zusammen. Ich bin da nur der Katalysator zwischen der Geschichte und denen, die sie rezipieren. Das heißt, eigentlich wärst du prädestiniert für die Bühne, oder? Ich mit direktem Publikumskontakt. Ich mache das eh total gern. Ja.
Ich mache das total gerne, ja. Du stehst noch regelmäßig auf der Bühne? Ja. Auch hierzulande? In der Schweiz weniger. Ja. In Österreich? Ja, ja. In Österreich, in Deutschland, ja. Und wie ist das eigentlich so als Schauspieler? Hat man da auch Lieblingsschauspieler für sich selber so, wo man sagt, ah, so wie der möchte ich auch? Das hatte ich früher, ja. Bis ich darauf gekommen bin, dass das überhaupt total sinnlos ist. Für mich halt. Es gibt wohl Menschen, die ich so schätze, für ihre, zum Beispiel für ihre Disziplin. Da gibt es zum Beispiel an der Oper einige Sänger, die ich sehr schätze. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, ne? Weil sie alle diszipliniert sind. Aber manche offenbaren sich halt besonders klar. Und bei manchen durchschaust du das nicht richtig. Und das ist natürlich im Filmgeschäft ganz genauso. Wobei es sind immer die allergrößten, merkwürdiger, die sogenannten allergrößten, das ist auch wieder so eine Bezeichnung, die nicht ganz stimmt. Das ist ein sehr individueller Eindruck, wer dir sehr nahe kommt, wer dich wiederum berührt. Ne? Die einfachsten und liebenswertesten Menschen sind, im Allgemeinen kann man dann diese Formel aufstellen, naja, die haben es ja nicht notwendig, aber wenn es jemand nicht notwendig hat, besteht ja gerade die Gefahr, ne, dass er sagt, ja, ich habe das doch nicht notwendig. Mhm, genau. Aber genau die sind es, die dann sagen, ja, also ja, red mal gern drüber. Ich höre dir gerne zu. Wie hast du das in den Staaten zum Beispiel erlebt? Du kennst Steven Spielberg, du hast mit ihm gedreht, da gibt es sicher irgendwelche Kontakte zwischenmenschlicher Art und man spricht vielleicht mal miteinander. Hast du dich da irgendwie klein gefühlt oder sind die auch ganz normal? Ja, eben never ever. Das ist ja genau das Tolle. Ja. Ich habe das wirklich, ich war so glücklich mit denen. Die Produktionen, die in Österreich gedreht wurden, zum Beispiel Musketiere oder diese merkwürdige Serie mit Powers Booth, die der Stephen Herrick gemacht hat. Wie hieß denn das eigentlich? Family of Spies. Also von Anfang an war da eine Ebene. Ich hatte auch immer so diesen Eindruck, dass gerade die Amerikaner es wahnsinnig gut verstehen, kleineren und größeren Rollen jetzt nicht einen verschiedenen Stellenwert am Set zu geben, sondern da ist einer für alle und alle für einen. Das klingt jetzt sehr blöd, ne? Aber sie spielen dir das richtig vor. Mich stört das nicht. Es gibt Leute, die das stört, weil sie das als so aufgesetzt empfinden. Ich mag das, ein bisschen dritten Regieassistenten, der mit dir einen Text macht, der dir sogar einen Kaffee bringt, damit du jetzt nicht herumstehen und warten musst, sondern du kümmerst dich um deine Sachen und fühl dich wohl. Und die hätten dich am liebsten permanent am Set, ja, lassen dich gar nicht nach Hause fahren und so und zahlen dir das auch noch, weil sie aber auch das Allerletzte in dem Augenblick wollen, in dem sie es aber auch sein muss. Nicht? Und das ist so, dieses Filmgeschäft ist so ein ultimatives Filmgeschäft. Ich mag das. Ich bin dann so ein Schnellschuder, der dann auch unbedingt da ist, ja, wenn es drauf ankommt. Und da brauchst du halt auch eine gute Vorbereitung. Deshalb, ich mag das. Also gerade diese wunderbaren großen Leute, die ich halt auch glücklich war, persönlich kennenzulernen. Ben Gazzara oder jetzt Ben Kingsley oder Harrison Ford oder Cher oder jetzt beim Boot natürlich unsere ganzen Kollegen, die auch damals jung, aber große waren, oder sowieso der Petersen, der ja ein ganz eigenartiger Regisseur ist, den ich wahnsinnig schätze. Erzähle ich dir nachher noch was, oder jetzt Glenn Wiseman oder eben Steven Spielberg und da sind noch einige andere. Weißt du, das ist so eine Ebene. Du kannst die Leute nicht bewundern, weil dann wärst du gleich auf einer anderen Ebene. Und das wollen die nicht und das willst du auch nicht. Du möchtest dich berühren. Nicht? Gibt es irgendwelche Anekdoten, wo du sagen musst, das hat dich geprägt? Erlebnisse, wo du gesagt hast, wow, ja, zum Beispiel, wenn du jetzt mich fragst, über Schindlers Liste Dreharbeiten. Das allererste, was war, du wirst mal vorbereitet, 10 Minuten vorher kommst du in einen Raum, wo du alle Kollegen triffst, die in der nächsten Szene spielen. Man kennt einander überhaupt nicht. Einige stehen herum, einige sitzen, einige rauchen noch eine Zigarette, einige reden miteinander, weil sie sich kennen. Und du hast aber sofort das Gefühl, da ist Ralph Fiennes, da ist Liam Neeson, da bist du, da war der Norbert.
Es gibt eigentlich keinen Unterschied. Also du spürst einmal Hallo sagen und so und dich vorstellen und ah ja, fein und super. Und dann 5 Minuten vorher kommt noch ein Regieassistent und sagt, okay, in 5 Minuten geht's los. Und dann wirst du halt ins Allerheiligste geführt und das geht so Stufe für Stufe, noch ein Aufnahmeleiter, noch ein, und dann wird's immer stiller. Und plötzlich kriegt das so eine Atmosphäre, das ist jetzt der Tatort. So, ne? Und da stehen diese 2 Docken herum und dann löst sich irgendwie ein Mensch und du siehst, ach, das kann jetzt nur der Steven Spielberg sein, ne? Und da kommt, hi, how are you? Und so, ne? So ganz cool und es redet niemand. Die Beleuchter stehen und warten auf irgendetwas. Und dann wird halt geprobt und ich soll da die Türe rein und die Nase, wenn jetzt so ein besoffenen Spieler, die Nase so an die Türe ran, so ein bisschen herumwetzen und dann so wapp, die Türe aufbrechen. Blamey, gloomy, Sunday. Er sagt, oh yes, this, I like this very much. Could you move your nose a little bit closer to the door, please? Und so geht das halt an, nicht? Völlig normal. Und dann sagt er, okay, und jetzt klappt mal den Klavierdeckel auf die Finger von der Frau. Sag ich, okay, könnte mir das jemand zeigen, wie ich das mache? Ich möchte die Kollegin nicht verletzen. Ja. Ja, dann kommt der Requisiteur und bang, nicht? Und haut es voll, das mich reißt schon. Nicht? Okay, das ist präpariert. Und sie grinst mich an, das ist in Ordnung. Sag ich, okay, may I try it? Okay, do it, try it. Nicht? Ganz zart nur, bang. Sie sagt, okay, du bist fester. Ja. Und dafür ist auch Zeit, ne? Dass du einfach sagst, also ich bin ein bisschen unsicher, lass uns das. So, es geht voll menschlich ab. Und so eins nach dem anderen, alles wird probiert, bis wir den großen Master haben. Also es ist voll cool. Und das taugt mir einfach, verstehst? Da gibt es kein Witzeln und kein. Und wenn es einmal ein bisschen lauter wird, dann hast du gleich so das Gefühl, gehört nicht daher, das ist jetzt nicht Sache, was also jetzt in anderen Ländern aber dann durchaus der Fall ist, dass dazwischen geredet wird und so. Das ist dort nicht, da geht es nur um die Sache, um diese Art von umfassender Konzentration bis Aufmerksamkeit. Also das ist jetzt nicht eine Konzentration nur auf das, sondern auf alles das, was im Raum ist. Ne? Das ist so eine Form der Aufmerksamkeit. Ein bisschen was anderes als Konzentration, würde ich sagen, die sich ja konzentriert auf eine Sache. Es ist alles mit einbezogen. Jede Reaktion ist wichtig. Vielleicht auch ein Hundegebell, ich weiß es nicht, nicht. Also die Doggen waren recht leise zum Beispiel. Aber du hast sie irgendwie immer auch im Auge gehabt. Ja? Wie reagieren die? Es ist fast wie ein natürlicher Prozess. Und ich glaube, dass diese Dinge so halt auch diese Intensität erhalten. Also der Dreh so eine Intensität erhalten kann, dass das Ergebnis dann auf den Zuschauer rüberspringt. Dass das, weißt du, dass das dann auch erfüllt werden kann, weil es ganz einfach so eine natürliche Intensität bekommt von etwas, unaufgesetzt und möglichst also in wie entspannter Vollkonzentration. Wie eine Fahrt, genau, so wie eine Welle, die man reitet. So. Hat das was mit diesem sogenannten Flow zu tun, wenn man da drin ist, dass dann einfach alles mit einbezogen ist und am Ende auch alles perfekt passt, selbst wenn es nicht programmiert war? Also, ja, ist perfekt. Also wir wissen es nicht. Du kannst es nicht wissen. In dem Augenblick, wo du es aber nicht weißt, passt es meistens. Du denkst dann im Nachhinein, was war jetzt? Aber du hast ja deinen Regisseur und den Kameramann und die Leute, die Umstehenden, und du merkst es ja eh gleich an den Reaktionen, die es ja immer wieder gibt und du merkst es unterschwellig. Du bist aber doch ein Psychiater geworden, ich sehe das. Eigentlich hast du es vergessen. Wenn man das aufs Leben übersetzt, ist das nicht dasselbe? Ja, aber das ist ja das Ding, nicht? dass man die Dinge eigentlich vergisst, dass es eigentlich völlig unbewusst geht oft, dass man jetzt gar nicht irgendwas alther Studiertes jetzt wiederholt, weil das jetzt mein Konzept ist, sondern im Leben lässt einfach gehen und aus. Es gibt Regisseure, zum Beispiel jetzt unlängst einen getroffen für den Dreh 4 Frauen, ein Todesfall, Andy Kopriva, super Dialogregisseur, ich habe ihn geliebt und wie er immer gestrahlt hat, wenn irgendwas gelungen ist. Und wenn was da und dort nicht gelungen ist und du spürst das schon, dann kam er und sagt, ich glaube da und dort, nicht? Das ist so eine Qualität auch wie Robert Dornhelm zum Beispiel hat das auch. Und ich bin sicher, Werner Herzog hat das auch.
Weißt du, das sind so Leute, die so ein Feeling haben für das. Ich mag solche Leute unheimlich. Hat der Erwin Leder das auch? Ich mag das zumindest. Feingefühl? Viele sagen nein. Aber ich denke, das ist auch sehr abhängig von meiner emotionalen Lage. Ich bin auch ein Mensch. Ja. Ich habe eine riesen Spannweite von Gefühlen und Emotionen und all dem, sonst wäre ich ja nicht das, was ich bin. Aber privat bin ich halt anders als meine Rollen. Ne? Also insofern ist es immer gefährlich, wenn Menschen mich auf der Straße sehen, dass sie mich mit meinen Rollen verwechseln, wie den armen Karl Merkatz mit dem Mundel. Ne? Eine Figur, die ja so überhaupt nicht ist. Ne? Aber die Leute, die kaufen mir ein Bier im Supermarkt und sagen, erst Mundel, komm her, wir trinken noch einen miteinander. Entschuldigen Sie, ich habe was anderes zu tun. Dann sagen. Na, es ist halt immer. Aber es ist ja schön, wenn die Leute wiederum dann denken, dass du so bist wie die Rolle, dann hast du es wenigstens glaubwürdig oder sogar glaubhaftig rübergebracht. Während deinem Dreh ist es dir schon passiert, dass du die Rolle mit nach Hause genommen hast und plötzlich bemerkt hast, oh Moment, ich muss irgendwie umschalten. Passiert ab und an. Ich bin der Erwin. Passiert ab und an. Überhaupt in sehr intensiven Monolog- oder Dialogstücken, wo du ganz konzentriert bist auf deine Figur. Aber dann kann das passieren, dass du dann nicht switcht. Das Switchen gehört aber unbedingt dazu und das lernt man auch. Also weißt du, Switchen, nicht? Diese Fähigkeit, ja, von der Rolle in die Realität dessen zu gehen, was es tatsächlich stattfindet, und dann wieder in die Rolle hineinzugehen. Und nicht erst, weiß ich, 5 Minuten dazustehen und nachzufühlen, wie ist jetzt meine Rolle. Obwohl, das hat auch mal einen Sinn, es gibt ja auch sehr schwierige Stellen, die du eigentlich noch nie erlebt und gespielt hast, wo du dich auch mal zurückziehen musst, um da reinzukommen und so. Also ich kann mir vorstellen, dass Schauspielerei natürlich extrem viel auch für die persönliche Geschichte, also für das persönliche Wachstum bringt. Man probiert sich ja aus, man entdeckt neue Qualitäten an sich. Gibt es sowas, wo du sagst, ohne Schauspielerei hätte ich das an mir nicht gefunden, nicht entdeckt? Ja, das sicher. Zum Beispiel? Also all diese furchtbaren Verbrechen, die ich gespielt habe, gerade im Film, auch auf der Bühne zeitweilig. Das hätte ich mir nicht zugetraut. Andererseits, ich frage mich ja, wie bringst du denn das so rüber, dass die Leute dir das dann glauben? Ne? Also ist der Beruf auch in der Hinsicht ein wahnsinnig glücklicher. Ist ein Katalysator auch gegen meine eigene Gewalt. Mhm. Du kannst im Spiel sozusagen was hervorbringen, was in dir steckt. Und was rauslassen, was du sonst nie rauslassen würdest. Aber, und das große Aber, die andere Seite der Medaille ist, es ist eben im Spiel so. Und dann traust sich das auch rauslassen, nicht? Mhm. Ohne jemanden zu verletzen. Aber hilft das nicht auch, dass man es vielleicht, wenn es im Alltag mal wirklich hochkommt, besser kontrollieren kann? Wenn man weiß, wie man es gespielt hat? Ich habe im Alltag noch nie ernsthaften Menschen umbringen wollen, vielleicht mal dran gedacht, erst Alter, wirklich, ich hau da Watschen rein, dass da die Zähne ins Wahrer rein beim After ausmarschieren. Ne? Aber das hatte ich nie gemacht in meinem Leben. Das denkst du manchmal, aber das ist halt auch wahrscheinlich Erziehungssache. Aber im Film, wenn du solche Rollen spielst, da kommt das dermaßen krass authentisch rüber. Fühlst du das dann auch so, wie du es dann sagst, wie du es spielst? Wenn ich jetzt ätzend sein würde, dann müsste ich sagen, na klar, dafür werde ich ja bezahlt. Nein, es ist schon, das Gefühl ist da. Als ich Edith Rosset im Film Angst erwürgt habe, und zwar, wir haben das, verzeiht es mir den Ausdruck, in einer Form Tarkowskisch gedreht. Das heißt also in einer ganz langen Einstellung, weil es nicht so ist, dass du 10 Sekunden lang brauchst, bis du einen Menschen erwürgst. Das dauert urlang und außerdem, der wehrt sich ja. Ne? Das ist ja nicht so. Und da legst du natürlich diese Energie rein und denkst aber auch an Sachen, die dich dazu bringen, das überhaupt zu tun. Also du denkst zum Beispiel an deine vergangene Jugend, wie dich jemand erwürgt hat, erwürgen wollte, was dich erwürgt hat, was dich so stranguliert hat, dass du kaum mehr eigentlich Luft bekommen hast zu leben, und legst diese ganze Wut jetzt in diese eine Aktion hinein. Und dann ist aber auch keine Frage zugleich, was du mit deinen Händen tust. Also du wirst diese Person nicht
würgen, sondern du wirst die Hände entsprechend, ich gebe ihnen einen entsprechenden Krampf. Ja, und wenn es keine Großaufnahme auf dem Hals ist, dann würde ich es zum Beispiel so machen, dass ich die Finger hinten ansetze, hinten hochdrücke und vorne sich schließe, aber die Energie, du siehst ja, dass die Finger da entsprechenden Krampf haben, aber ich würge jetzt nicht den Hals wirklich. Aber die Energie ist da. Aber die Energie ist da und mein Kopf wird selber röter und röter und macht. Ja. Das macht schon ein bisschen Angst. Naja, eben. Das genügt ja. Hast nie. Ja, das genügt, wenn man dort stoppen kann. Hast ja, du nie das Gefühl? Das arme Opfer bleibt heil. Kann es dich nie überkommen plötzlich, wenn du so authentisch spielst? Nein. Hast du nie Angst gehabt vor dir selbst? Nein. 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 Never ever. Ganz einfach, also nie. Das gibt's nicht. Und wenn man jemand mit einem Pistolenknopf über den Kopf zieht oder irgendwie solche Schweinereien macht, dann ist das sehr genau geübt, wird sehr langsam geübt und da gibt es Vertrauensübungen und dafür muss auch Zeit sein. Insofern bin ich halt ein Vertreter des Artifizialismus, wenn du so möchtest. Kannst du mir das ein bisschen genauer erklären, bitte? Ja, also ich bin dafür, dass man die Aktionshandlungen spielt und sie nicht wirklich tut. Einzige Ausnahme auf der kleinen Bühne, in einem kleinen Haus mit, weiß ich, 50, 60 Leuten, da muss jemand eine Ohrfeige geben, sonst wirkt es lächerlich und die Ohrfeige wieder überleben. Aber da inszenierst auch nicht großartig einen Kampf, bei dem man sich gegenseitig die Zähne ausschlagt, das ist zu viel. Ja, das glaube ich. Wobei, was zum Beispiel auf einer kleinen Bühne total absurd zu spielen ist, wenn du sterben sollst. Also das ist verrückt, das kannst du eigentlich nicht glaubwürdig darstellen. Das sind dann so Dinge. Gibt es ein Stück von Schönherr, der Weibsteufel, und da stirbt der Ehemann, zum Schluss wird er erstochen. Das war für mich eben das Allerschrecklichste, wenn der Junge mich ersticht, jetzt da umzufallen und so zu tun, als wärst du tot. Außerdem muss dann, der darf auch nicht atmen und all das, auf das musst du Rücksicht nehmen. Es ist absurd, einem Zuschauer, der 3 Meter weg sitzt, von dir zu erklären, dass du jetzt tot bist. Ja, das musst du eigentlich dann so reduzieren. Nicht diesen alten, weißt du, 3 Sekunden noch stehen Röchel, und so. Röchel. Und so. Nee, lass kommen. Es muss auch jedes Mal ein bisschen anders sein. Und das ist ganz schwer zu spielen. Oder auf der Bühne eine irrationale Figur zu spielen, also ein Vampir zum Beispiel oder einen Engel oder irgendwie so eine Erscheinung, vor allem eben auch auf einer kleinen Bühne, weil keine Distanz vom Zuschauer zur Bühne ist. Mhm. Je mehr Distanz da ist, desto fantastischere Dinge kannst du auch machen. Deshalb kannst du im Film auch so fantastische Dinge machen, weil du die absolute Distanz hast durch das Okular bzw. Objektiv. Je näher, desto schwieriger, desto besser musst du sein. Da ist die Technik, da ist dann die Leinwand und da spielt sich das ab. Dann kannst du schön Märchen spielen. Aber auf der Bühne ist das ganz schwer, Vampire zu spielen. Deshalb lieber eine Komödie machen, als das im Ernst zu machen. Wir hatten einmal geplant, im ehemaligen Gasometer einen Erdhügel aufzuschaufeln, da ein Netz drüber zu legen, das wir dann heben zu Beginn der Vorstellung. Und dann auf diesem Erdhügel dieses vampireske Dracula-Grauen stattfindet, weil ja der Gasometer ein Riesenareal ist. Und da ist aber auch diese Distanz, wo das Publikum an dem Geländer lang gehen kann und so eine 100 Meter Wanderung mitmachen kann. Da wäre das noch möglich gewesen, vor allem hast du da auch den Geruch. Dann das wäre interessant, wir haben das war Ende der 90er Jahre, mit Herbert Eisenschenk, der hätte das machen wollen, aber wir waren damals zu jung und haben die Rechten nicht bekommen. Aber man muss sich ganz genau, vielleicht mache ich das noch einmal, es ist fantastisch, sowas mal auch auf die Bühne zu bringen, aber da muss auch wirklich die Voraussetzung da sein dazu. Entschuldige, dass ich dich langweile mit solchen Ausführungen. Nein, man spürt förmlich deine Begeisterung, wenn du darüber redest. Man kommt nicht auf die Idee, dass du zum Beispiel jemals in Pension gehen würdest, aufhören würdest. Gibt es diese Option für dich oder machst naja, du, sie sollte, willst du auf der Bühne sterben? Ja, warum nicht? Besser als irgendwie unfähig in einem Bett liegend und meinen Kindern auf die Nerven gegangen seiend.
auf der Bühne zu sterben muss. Ne? Wenn wir schon bei der Bühne sind, würdest du mir und unseren Zuschauern zu Hause natürlich einen Gefallen tun und uns einen kurzen Text lesen, damit man vielleicht mal spüren kann, wie es ist, wenn ein Schauspieler liest oder wenn ein normaler Mensch liest, wenn man es für sich leise liest oder eben laut oder so. Dürfen wir dich mal erleben anhand eines kurzen Textes, wie du sprichst und wie du dich anfühlst? Wir sind ja hier eigentlich unter uns. Naja, gut. Ich meine, es ist ziemlich spontan, ne? Ja, klar. Und alles möchte eigentlich vorbereitet also sein, ich bin was ja man vorbereitet. In die Öffentlichkeit bringt. Ich bin ja vorbereitet. Schau, ich habe mir etwas ausgedacht. Ich hätte und, hier... Und lesen ist ja jetzt nicht etwas, was ich, weißt du, ich habe dich ja gehört. Wenn ich es nicht allein lese, meine ich. Der Text heißt Selbstverleugnung und ist von dir. Und da schreibst du... Selbstverleugnung entsteht durch kurzfristiges Vorteilsdenken und endet in einem Leben voller Abhängigkeit, Halbwahrheiten, Verwirrung und Unzufriedenheit. Und dann schreibst du, meist beginnt es ganz unscheinbar. Vielleicht möchtest du eigentlich bloß einigen vermeintlichen Schwierigkeiten aus dem Weg gehen, doch letztlich führt es ins Desaster. Menschen, die sich selbst verleugnen, geben vor, es anderen recht machen zu wollen. Doch in Wahrheit sind sie nur darauf bedacht, das sich selbst leicht zu machen. Menschen jedoch, die es sich selbst leicht machen wollen, haben Widerstand gegen komplizierte, schwere Lebenssituationen. Und das bedeutet, dass sie sich mehr und mehr gerade in diese Situationen hineinmanövrieren. Und dies ist das Resultat des Erschaffens einer Realität durch Widerstand. Man wählt den einfachen Weg, um kurzfristige Vorteile zu erwerben. Doch langfristig gesehen sind diese Vorteile Schritte in ein modernes Sklaventum. Man tut nicht mehr einfach das, was man tun möchte, sondern begrenzt sich mit der Furcht, dass man eigene Vorteile verlieren könnte. Und dies ist ein Forum, beziehungsweise dies ist eine Form von Erpressung, die man sich selbst in die Wege geleitet hat. Auch wenn es ganz harmlos begann, so wirken sich doch die längerfristigen Resultate gravierend auf die Lebensqualität aus. Du wirst mehr und mehr unfrei in deinen Entscheidungen und Handlungen. Deine eigene Entwicklung, deine Hobbys und Bedürfnisse werden beschnitten und am Ende deines Lebens wirst du feststellen, dass von all den Menschen, die du kennst, einer zu kurz gekommen ist, nämlich du. Die ganze Zeit davor hast du dich jedoch mit dem Gedanken über Wasser gehalten, dass es dann und dann, so in ein paar Jahren, von allein vorübergeht. Du kannst das auch immer gut begründen. Dann ist mein Kind älter, dann laufen die Geschäfte besser, dann bin ich in einer anderen Position, dann wird er gerade sowieso pensioniert oder bis dann ist er bestimmt gestorben. Dann und dann. Aber in der Zukunft hört das niemals auf. Die Zukunft hört niemals auf. Entweder es hört jetzt auf oder nie. Denn die psychischen Hintergründe, welche die jetzige Situation erschaffen haben, erschaffen auch deine zukünftige. Und zwar nicht weniger krass, sondern eher mehr. Wenn du einmal lügst, entstehen weitere Lügen. Und wenn du einmal nicht zu dem stehst, was du wirklich willst, wirst du es immer wieder tun. Und am Schluss wirst du Sklave sein oder Sklavin deiner Umwelt. Du wirst zu einem Anpasser, der sich ständig verbiegen muss, um durchs Leben zu kommen. Und damit es nicht allzu deprimierend für dich wird, wirst du halt in anderen Gebieten deinen Eigenwillen durchsetzen und leider oft dort, wo es tatsächlich besser und hilfreicher für dich gewesen wäre, auf andere zu hören. Das wird aber deine Erfahrungen von misserfolgreich sein oder von erfolglos sein nur vermehren und am Ende flüchtest du in die Verwirklichung von Äußerlichkeiten wie Aussehen und Sport oder Unterhaltung, Geld und Prestige. Du bezahlst dafür aber einen viel zu hohen Preis. Ja, du bezahlst mit deinem Leben dafür. Mit deinem Leben, welches so frei und freudvoll und erfolgreich hätte sein können. Du verschenkst damit die beste und einzige Zeit, die du hast, die Gegenwart.
Natürlich glaubst du dich in einer ausweglosen Situation, deren einzige Lösung der Kompromiss wäre. Aber du handelst in solchen Momenten gegen dein Selbst. Du ignorierst deine eigenen Intuitionen. Und wenn du das oft genug praktiziert hast, dann bleibt sie halt für dich immer im Hintergrund. Die Intuition. Ja, was soll sie auch, nachdem du sie so oft hintergangen hast? Von nun an wird dein Leben nicht mehr von deinem höheren Selbst oder deinem Herzen geleitet, sondern von einem feigen Verstand, der stets bloß den Weg des geringsten Widerstandes sucht. Deine Intuition muss dem Denken weichen und deinem Verstand das Feld überlassen, der die wirklich wichtigen Dinge des Lebens gar nicht verstehen kann. Bezeichnend für ein solches Verhalten ist, dass du in deinem Leben immer ernster und ernster wirst, immer mehr denken und berechnen musst und dass es nicht leicht sein wird für dich, alle Anforderungen des abhängigen Lebens zu bewältigen, Kompromisse zu machen, die deinem Inneren widerstreben, ist eine einmalige Sache. Nochmal, Kompromisse zu machen, die deinem Inneren widerstreben, ist keine einmalige Sache. Vor langer Zeit hast du damit angefangen, ohne dass du es bemerkt hättest, denn dies ist die Notfalltaktik für Menschen, Liebe zu bekommen. Es beginnt schon sehr früh, in der Kindheit. Meistens stand es zur Kompensation oder Liebesrückgewinnung eines Elternteils oder Partners. Auch um die Freundschaft seiner Freunde zu gewinnen, war diese Methode geeignet. Bloß, solche Freundschaften sind unfrei und nicht von Dauer. Sie dauern gerade nur so lange, wie niemand genau das durchsetzt, was er möchte. Und wenn du das tun würdest, dann würdest du schnell bemerken, wie rar echte Freunde sind. Und um echte Freunde zu finden, musst du zuerst dein eigener bester Freund sein. Du musst zuerst lernen, dich nicht selbst, auch nicht auf die subtilste Art und Weise zu hintergehen. Also schließ Frieden mit dir und hab keine Furcht vor dem, was kommt. Du kannst dir sicher sein, es kommt niemals so schlimm, wie es käme, wenn du sofort fährst. Dein Schicksal liegt in deiner Hand, wenn du die Verantwortung übernimmst und den Mut hast, zu dir zu stehen. Denn so gerne du auch zu anderen stehen würdest, das ist dir nicht möglich, solange du nicht selber zu dir stehen kannst. Und wenn du Kinder hast oder Schüler, dann überleg dir gut, welches Beispiel du ihnen vorleben willst, denn sie bekommen diese Dinge genau mit und sie werden dich kopieren. Somit obliegt dir eine große Verantwortung. Du lieferst ihnen mit deinem Verhalten einen Archetypus, den sie später im Leben nur schwer verändern können, wenn überhaupt. Es liegt also an dir, die Zukunft der Menschheit mitzugestalten, die Geschicke in eine ehrlichere und erfolgreichere, glücklichere Bahn zu lenken oder mitzuschwimmen im großen Strom des angepassten Individualisten, welche einstmals nach einem mehr oder weniger erfolgreichen Leben in die geistige Welt übertreten und bemerken, dass sie ihr Leben vertan haben. Sie schreien förmlich nach einer Wiedergeburt und sie schwören, sich es diesmal besser zu machen. Doch kaum reinkarniert scheinen sie alles wieder vergessen zu haben und wählen wieder den Weg des geringsten Widerstandes. Ja, du siehst, ich weiß, dass es nicht einfach ist. Doch gerade deshalb empfehle ich dir, die nötigen Veränderungen jetzt durchzuführen. Es war nämlich nicht leichter, nie leichter als jetzt. Du musst nur entscheiden. Ja, du musst es eben entscheiden. Einmal wirklich für dich entscheiden. Und glaub mir, das ist kein Egoismus. Auch wenn es dir so erscheinen mag, Egoismus wäre es nicht zu tun und so weiter zu machen wie bisher. Ja, du kannst sehr wohl weiter so tun, aber dadurch wirst du kein brauchbares Vorbild oder sagen wir Archetyp für diese Welt. Dein Leben bekäme nicht mehr und auch nicht weniger Bedeutung als das der meisten Menschen, aber du bist zu weitaus mehr imstande. Gott kannst du für dein Leben nicht verantwortlich machen, weil er hat es ja in deine Hände gelegt. Du hast den freien Willen, dich für ein Leben in Abhängigkeit oder Freiheit zu entscheiden. Es beginnt völlig harmlos. Naja, vielleicht solltest du doch endlich den Weg deines Herzens gehen, ohne Kompromisse.
Du wirst erleben, wie viel du dadurch deinen Mitmenschen an Mut und Stärke und Courage weitergeben kannst. Du wirst sehen, dass du plötzlich alle Menschen um dich herum ermutigst und dass sie auch ihren eigenen Weg gehen. Und du wirst sehen, dass einer nach dem anderen mehr Glück und Zufriedenheit, Liebe und Erfolg in seinem Leben haben wird. Durch dich. Auch das beginnt meist ganz unscheinbar, wie ein Lächeln, das sich von einem zum anderen wie ein Lauffeuer um die ganze Welt lächelt. Doch es kann nur einer sein, der den Anfang macht. Du. Ja. Vielen heavy, Dank, Herr. Heavy der Text, wa? Wow. Ich meine, es ist so einfach, was? Klartext. Von Bruno Württemberger. Ja, interessant, jedenfalls. Es erinnert mich sehr an Krishnamurti-Texte. Dankeschön. Nur, dass der einen anderen Stil hat. Ja. Der geht ja immer von sich und vom Wir aus und so. Und du redest die Menschen halt so direkt an. Ne? Ja, ich liebe ein bisschen die Konfrontation. Mhm. Aber auch du zum Beispiel, ich habe auch bei dir schon beobachtet, du bist kein, ich sage jetzt mal, einfacher Mensch. Du bist kein leichter Mensch im Sinne von, du hörst eben genau hin. Du denkst über die Dinge nach. Du willst sie vielleicht berufsbedingt immer so auf den Punkt bringen, damit es wirklich verstanden werden kann. Ja, das ist ein furchtbares Unterfangen. Denn in dem Augenblick, wo du was manifestierst, gibt es immer Geister, die, wenn sie wollen, immer alles umdrehen können. Nicht? Aber ich denke nicht, dass ich ein sehr komplizierter Mensch bin deshalb. Ich denke eher, dass ich auf dem Weg zur Einfachheit bin. Das ist nicht leicht, das ist sehr schwer. Ich glaube, es ist schwerer einfach zu sein als leicht. Also, leicht zu sein ist sehr kompliziert zu sein ist sehr leicht. Ja. Denn das Hirn ist wahnsinnig kompliziert in seinen Strukturen über die Vergangenheit und über all das, was es erlebt hat, neue Wege auszuloten, wie ein Problem gelöst werden könnte. Aber das ist scheinbar so die passendste Form, den Intellekt einzusetzen, um was zu lösen. Ne? Aber mit Lebendigkeit hat das halt wenig zu tun, weil es halt Bilder aus der Vergangenheit sind, die neu kombiniert werden, um neue Lösungen herzustellen. Und deshalb funktioniert die Politik zum Beispiel auch so ganz wenig, wenn man nur aus der Erfahrung der Vergangenheit kommt, wenn man nicht diesen lebendigen Impetus hat, etwas wirklich zu verändern und neue Wege zu probieren und Risiken einzugehen, diese Wege zu probieren, auch wenn es vielleicht unpopuläre Entscheidungen sind. Du trägst das Gewicht der Einfachheit, so viel habe ich jetzt begriffen. Gestern Abend hast du uns im Vorgespräch ein, ich würde sagen, fast schon ein politisches Lied präsentiert. Das muss ich unbedingt, das kann ich niemandem vorenthalten. Darf ich dich bitten, einfach aus dem Stegreif, ja. Wie war das nochmal genau? Das ist ein Lied von Georg Kreisler, ich glaube, das meinst du. Ja, genau. Und es ist eins der großartigsten Lieder von den, ich weiß nicht, über 500, die er geschrieben haben muss. Er war ein ganz wunderbarer Komponist, nebenbei bemerkt, es ist nicht leicht, seine Harmonie nachzuspielen. Der Georg Kreisler hat ja auch Komposition gelernt. Wie über den gibt es ganz viel zu sagen. Ja. Aber das geht ungefähr so. Ja, die Welt ist eine Ansammlung von komischen Tieren, die sich an das Leben klammern und nur selten amüsieren. Um gleich alle zu beschreiben, fehlt die Zeit mir momentan. Darum führe ich nur einige als Beispiel an. Ja, ein Dramatiker ist ein Stückeschreiber und ein Fanatiker ist ein Übertreiber und ein Botaniker ist ein Blumengießer und ein Romantiker ist ein Frauengenießer. Ein Philharmoniker ist ein Staatsmusiker, der Pension kriegt, wenn er nicht mehr gut gefällt. Aber was für Dicker ist ein Politiker? Woher kommt er und was will er auf der Welt? Die Amerikaner sind die Haupttouristen, die Lilliputaner sind die Zwergkopisten und der Persianer ist der Abgewetzte und der Mohikaner ist der Allerletzte. Ein Alkoholiker ist ein Exzentriker, der sich selber seines Lebensglücks beraubt. Aber was für Ticker ist ein Politiker? Ist der wirklich so vonnöten, wie er glaubt?
Es gibt Kesselflicker und Autobuslenker, Elektrotechniker und Serviettenschwenker. Vor Gericht braucht jeder einen Verteidiger. Dieser Verteidiger ist Akademiker. Ich bin kein Zyniker und kein Polemiker. Ich verehre diese Leute wirklich sehr. Aber was für Ticker ist ein Politiker? Eines Tages gibt es sicherlich nicht mehr. Süß, gell? Ja, also unglaublich. Unglaublich. Das ist total süß. Was das für ein gescheiter Mensch war, diese Dinge auf die Weise auf den Punkt zu bringen, weil das Wort Politiker, wenn du mich fragen würdest, was ein Politiker ist, dann ist er ein Ticker, er muss nämlich ticken, aber er muss auch Poli ticken, nämlich mehrfach. Ne? Und es jetzt frage mich nicht, das zu qualifizieren. Ne? Das Nein, hat der Georg Kreisler auf eine sehr charmante Weise gemacht, obwohl es natürlich zynisch ist. Ne? Nein, ich würde dich nie in diese Enge führen. Oh. Aber was ich gerne wissen möchte ist, so wie ich dich jetzt schon seit ein paar Jahren kenne, nicht oft haben wir uns getroffen, aber jedes Mal, wenn wir uns treffen, frage ich mich, der Mann, der hat eine Vision. Was ist deine Vision? Was ist dein Geheimnis? Wofür glaubst du zu leben? Wofür lebst du? Willst du leben? Ja. Dafür, dass es uns halt irgendwie so geht, dass wir angenehm schwimmen, dass wir angenehm fahren, miteinander auch fahren, dass es eine Möglichkeit, immer wieder eine Möglichkeit der Verständigung gibt, übergreifend über alle Kulturen. Und das ist halt der Weg. Das ist der Weg. Also ich habe da kein Ziel. Ich meine, wir haben alle Ziele, das haben wir ja schon in der Schule und im Kindergarten. Und die Eltern haben uns immer gesagt, komm Erwin, steck dir kleine Ziele, nicht verfolg ein Ziel ums andere und so. Das ist sicher möglich, eine Möglichkeit, eine sogenannte Karriere zu machen, was auch sehr typisch ist für uns Menschen. Ne? Etwas zu erreichen, so dieses ganz typische, ich bin Professor, verdiene ein Gehalt, mein Leben ist sehr sicher. Eben das ganze also Persönliche. Eine gewisse Egozentrik, etwas zu gelten in der Familie oder in der Gesellschaft oder zur rechten Hand Gottes. Ne? Aber im Endeffekt, und man kann das auch Geschichte. Ruhig zugeben, das betrifft uns nämlich alle. Es ist eigentlich feig zu sagen, ich gebe gerne anderen was, aber ich bin da so bescheiden genug, das möchte ich eigentlich gar nicht an die Öffentlichkeit bringen. Das ist auch eine Form der Egozentrik, etwas Absolut. Zu geben. Und warum soll man sich dafür schämen? Das ist uns sehr eigen. Nicht? Aber welche Kraft treibt dich an? Die Perspektive, dass es zum Beispiel jetzt in dem Augenblick, wo wir zusammen reden und sitzen und auch hier unser Umfeld, Das ist wahnsinnig schön ist, miteinander über diese Dinge zu reden. Das mag es so sein, deshalb bist du auf der Welt, um Fernsehinterviews zu geben. Nein, eben genau nicht, sondern das ist jetzt ein Dialog, den ich mir für uns alle wünschen tät, kulturübergreifend. Ich halte das für eine Form der Politik, über das zu reden, was ist. Jetzt nicht über meine Persönlichkeit, ja, sondern über diese Umstände, die ich jetzt anreiße, über Gier, Neid, Eifersucht, Zorn, Geilheit, alles Mögliche, aber genauso über Glückseligkeit oder über Angst oder über diese Begriffe wie Freiheit und Abhängigkeit. Wenn es eine Politik gibt, die die Wissenschaft und die Kunst und die Philosophie vereinen könnte, dann wäre das meiner Meinung nach eine übergreifende Politik. Also dazu möchte ich auch beitragen. Ja? Und möchte auch dazu beitragen, dass wir in einer Sozietät leben werden, die für sich wirklich Verantwortung zeigt und nicht nur eine Geberstruktur und eine Nützerstruktur hat, sondern das Geben gleich Nehmen ist. Dass das eigene, dass das eine Einigkeit hat, dass das zwei Qualitäten sind, die sich treffen und nicht der Geber da ist, der Nehmer da ist. Ne?
sondern es müsste sich vielleicht sogar abwechseln, ich weiß es nicht, also um eine Form der Bewegung zu beinhalten. Es wird nie so eine stagnierende, eine Ebene sein. Aber das wäre auch ein ganz wichtiges Ding, also die Sozietät immer mehr aufzubereiten für eine Geben-Nehmen-Struktur, die anders funktioniert als die herkömmliche Geldstruktur zum Beispiel. Die Menschlichkeit scheint mir zentral zu sein, oder? Es geht hier um das Menschlichsein. Die Natürlichkeit, ja. Beobachten wir doch die Natur, wie die das machen. Da gibt einer dem anderen was, nicht? In einem Wald zum Beispiel. Da gibt eine Pflanze dem anderen was oder der Tierwelt was und so weiter. Tiere, die fressen Pflanzen, scheiden Samen aus, dort wachsen wieder welche und so. Also da ist auch so eine, das funktioniert aber völlig unbewusst. Und ich glaube nicht, dass wir was ganz anderes sind als Tiere in dem Sinn. Wir sind halt Tiere, die scheinbar, ich weiß ja gar nicht, ob das nicht andere Tiere auch gibt, die das machen. Ich glaube, die heißen Lobos, diese Affen, nicht? Die also sehr menschenähnlich sind. Und selbst beim Geschlechtsverkehr sich von vorne befriedigen und nicht von hinten, zum Beispiel nur. Ne? Aber inwiefern wir uns zum Beispiel selbst definieren können, ist ja ganz interessantes Vorkommen, ist, dass wir bisher scheinbar nur an uns beobachtet haben, soweit die Forschung ist. Ganz so ist es nicht. Also es ist schon beobachtet worden, dass andere Tiere das marginal wenigstens auch so drauf haben. Aber auch da muss es ja entwicklungstechnisch oder wie sagt man, entwicklungsmäßig irgendwie Schritte geben, die das nicht so abstufen, da ist erst ein Mensch so, ne? Sondern auch da gibt es sicherlich in irgendeiner Form Entwicklungen wie, ich sage jetzt mal Delfine zum Beispiel, um das einfachste Beispiel zu nennen, das wir kennen. Ne? Ja. Also das ist meine Perspektive. Wie würdest du dich selber beschreiben? Ist das so wichtig? Nee, aber es könnte spannend werden. Na, mir wäre es wichtiger zu wissen, wie andere mich beschreiben, dass ich ihnen entgegenkommen kann und das vielleicht in eine Waage bringen. Ich stelle die Frage mal anders. Okay. Wie würdest du im besten Falle gerne beschrieben werden von den anderen? Was wäre für dich das schönste Kompliment? Ja, natürlich, das ist immer, wenn du ein umgänglicher Mensch bist für die anderen. Wenn du einer bist, den du anrufen kannst, mit dem du unmittelbar in Beziehung treten kannst, wenn du wirklich was brauchst, wenn du sagst, ja, jetzt möchte ich genau den fragen, weil ich glaube, der hat das Einfühlungsvermögen dazu und so. Natürlich ist es eine Sache des Umfeldes, aber ich weiß gar nicht, also es genügt das kleine Umfeld, meine Familie und meine Freunde, die wirklich da sind zum Beispiel. Ne? Was ist deine Meinung über die heutige Situation? Magst du dich dazu äußern kurz? Oder? Na natürlich, ich bin ja da reingeboren, ich bin natürlich auch verantwortlich wie jeder andere. In einer Form mehr oder weniger verantwortlich ist für das, was jetzt passiert. Was sollten wir ändern? Wir haben die Umstände, die sehr ernst zu nehmen sind, schon lange sehr ernst zu nehmen sind, großteils ausgeklammert, weil es uns da heroben in einer Relation wahnsinnig gut geht und viel zu wenig darauf bedacht genommen, rechtzeitig vorzusorgen, dass die Länder, die also so sehr sich in einem Kriegszustand befinden zwischen Diktaturen und religiösen Machenschaften, entschuldet werden. Nicht? Das war also einer der allergrößten Hauptgründe, dass seit der Kolonialisation, die ja angeblich geendet hat, die aber immer noch besteht, diese Länder nie wirklich entschuldet wurden und es eine Zinspolitik gibt, die diese Länder wirtschaftlich ganz einfach von vornherein so unter Druck gesetzt hat, dass eine Entwicklung ihrer selbst gar nicht möglich war, sei es in Afrika, sei es jetzt auf der sogenannten arabischen Halbinsel, sei es auch in Asien, in Indien zum Beispiel, sei es in Thailand oder in Malaysia und, ja, wo alle diese religiösen Entwicklungen immer noch mittelalterliche Formen annehmen. Und es überhaupt kein Wunder ist, dass die Religion eine derartige Macht im Staat hat, weil der Extremismus durch die Unzufriedenheit, durch den Hunger, einfach so eine solche Chance hat, dort zu wachsen,
Das könnte bei uns zwar nicht passieren, das Problem ist aber, dass es bei uns nicht früh genug richtig bewirtschaftet wurde. Und diese Nichtbewirtschaftung war der Auslöser. Und natürlich damit auch die Gier, immer noch Bodenschätze zum Beispiel so zu nützen, dass man die Menschen für den Entzug ihrer Bodenschätze nicht richtig auch gebildet und friedfertig entlohnt, ihnen dafür etwas gibt, womit sie auch tatsächlich was anfangen können. Ich meine, wenn Saudi-Arabien durch sein Öl zum Beispiel wahnsinnig viel Geld hat und es verprasst, indem sie sich Wüstenstädte im Meer anlegt, alles schön und gut, sie sollen ja machen, was sie wollen. Und jeder soll von mir aus 20 Caddies haben. Ne? Aber das Ding ist, was ist denn eine friedfertige Politik? Und das ist doch nur eine Fortsetzung, was da jetzt passiert. Der IS, der hochkommt, diese Millionen von Flüchtlingen, es sitzen 8 Millionen angeblich im Iran, das ist die eine Anzahl, die kann man sich gar nicht vorstellen. 2 Millionen in der Türkei, im Libanon, und wir jammern hier, Entschuldigung, was sind es denn jetzt inzwischen, 300.000, die jetzt da reingekommen sind inzwischen. Ne? Wir haben schon viel mehr aufgenommen in Europa, also bitte, wie verwöhnt sind wir eigentlich, dass wir da jammern? Und die haben nichts zum Fressen und die haben Millionen Flüchtlinge, abgesehen davon, dass ich den starken Verdacht habe, dass auch das nur politische Manipulation ist, um Europa ein bisschen aufzuweichen. Ja, also mit Sicherheit ist es kein Zufall. Ja. Aber ich bin natürlich nicht kompetent genug, hier eine Übersicht zu haben. Das ist aber auch unser Problem, ist diese Desinformation. Weißt du, wenn es keine Alliierten gegeben hätte, dann wäre der Adolf möglicherweise noch 20 Jahre, 30 Jahre, wenn nicht sogar bis heute, in irgendeiner Form an der Macht geblieben. Um es jetzt mal krass auszudrücken. Ne? Also Entschuldigung, es klingt zwar scheiße jetzt, wenn ich das so sage. Ja, ich weiß aber, es nicht. Aber ich glaube, es müsste dann sowas geben. Nur das Problem ist, dass diese Menschen in einer Form so guerillamäßig und so subversiv unterwegs sind. Ich meine, die haben ja Afrika genauso unterminiert wie Bereiche Asiens und natürlich auch Bereiche Europas. So diese Angst, wenn man mich jetzt fragt in einem Telefoninterview irgendeines Meinungsinstitutes, ja, soll man jetzt in Österreich die Telefone überwachen oder soll jetzt Europa geschlossen an einem Krieg teilnehmen? Das sind natürlich Ängste, die jetzt aufkommen und man fragt die Bevölkerung, um quasi den Politikern eine Handhabe zu geben. So kommt mir das vor. Ne? Ich meine, wenn es nicht geschlossen geht, dann geht es wahrscheinlich gar nicht. Und es muss ab und zu eben einmal Einschnitte geben. So gern ich Frieden haben möchte, ich glaube halt nicht, dass diese IS-Leute Frieden haben möchten. Und dass sie halt so absolut unterwegs sein und da gehört halt jeden, denen gehört halt mal eine am Deckel, Entschuldigung, dass ich das, wie heißt, das ist eine Free Spirit Organisation, das ist keine moralisch-christliche Sekte oder was. Ich sag's einfach so, wie es mir ist, es wird wahrscheinlich nichts anderes überbleiben. Und wenn du mich fragst, was würdest du tun? Gut, ich bin jetzt 64, also ich glaube nicht, dass ich mich für Bodentruppen eigne. Aber ich bin gern bereit, als moralischer Unterstützer in dem Fall, als Schauspieler oder als jemand, der beistehen kann, in irgendeiner Form was zu tun oder in irgendeiner Form in einen medizinischen Dienst zu gehen oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, es wird sein müssen. Es tut mir leid. Ich bin aber nicht überzeugt davon, dass das ausrotten wird. Was ich aber überzeugt bin, was es ausrotten kann, ist den Hunger stillen der Menschen. Den Hunger stillen, ihnen eine Bildung geben, dass sie andere Perspektiven haben als ihre mittelalterlichen Ansichten von Scharia, ja, und ihnen Perspektiven geben, mit uns gemeinsam zu operieren, sodass wir gemeinsam eine liebenswerte Gesellschaft aufbauen. Das wäre mir noch viel lieber als der Krieg, nur leider ist es schon soweit. Und sie und da ist zerstört und wird nicht aufhören. Und das ist meine Angst. Und deshalb habe ich die Angst, dass es halt doch eine Allianz geben wird müssen. Mal sehen, ob wir das Ruder nicht doch noch irgendwann im letzten ich Augenblick rumreißen können. Ich wünsche es uns und auch den Menschen dort, um Gottes Willen. Gott will ja gar nicht.
So ist es. Erwin, wir kommen langsam so zum Ende dieses Gesprächs. Und Glaubst du das? Ich glaube schon. Oder doch nicht wirklich? Gut, das heißt ja nicht, dass es offline dann nicht noch weitergeht. Spannend ist es allemal. Das war eine rhetorische Frage. Und du hast es erwähnt, du bist jetzt mittlerweile doch schon ein paar Jährchen älter geworden, mit 64, also gut, mit 66 fängt das Leben erst an, aber du bist schon ein bisschen weise geworden. Und daher würde ich dich gerne um deinen Rat bitten. Und zwar kurz und knackig auf ein paar meiner Fragen deinen Rat. Zum Beispiel, was würdest du angehenden Schauspielern, Jungschauspielern für einen Tipp geben? Mit vollem Herzen reinzugehen oder es sein zu lassen. Was würdest du generell den jungen Menschen auf der ganzen Welt für einen Rat geben? Dasselbe. Im Grunde genau dasselbe. Jeder Beruf ist ja, die Welt ist ein Beruf. Also Menschsein ist eine Berufung. Ja? Da bist du hergeboren und entweder man bewirtschaftet das Problem, das man vor sich sieht, unmittelbar und jetzt, oder man wird es nie zusammenbringen. Es ist diese Unmittelbarkeit, so zu handeln, ist eines der wunderbarsten Fähigkeiten, die der Mensch hat. Und das ist eine wahre Friedenspolitik. Und welchen Rat würdest du den alten Leuten geben? Denselben. Wieder zu sich zu kommen, wieder unmittelbar zu werden, sich nicht auszuruhen auf den Erfahrungen und Gedanken von früher, sondern das Gehirn dazu zu benutzen, zu organisieren, den Jungen eine Möglichkeit zu geben, so weit als möglich, sich selbst so zu bewirtschaften, dass man halbwegs gesund bleibt und was leisten kann. Und neu zu sein, in jedem Moment doch probieren, trotz aller Erfahrungen und so, immer neu zu sein und das auszulassen, wegzulassen, die Vorurteile. Und nun die schwierigste Frage. Was würdest du dir selbst raten? Genau das Gleiche. Genau das Gleiche, ja. Also mich nicht selbst zu täuschen, immer wieder so zu sein, das kannst du, diese Weisheiten sind toll, aber du kannst sie dir nicht in die Hose stecken. Du musst sie immer wieder selbst entscheiden und es sind permanente Entscheidungsprozesse, die mich ein ganzes Leben lang verfolgen und die sozusagen diese Verantwortlichkeit dann auch lebendig werden lassen, unmittelbar zu sein. Und dabei ruhig auch hergehen und nicht feig sein und sagen, okay, gestern habe ich so gedacht, heute denke ich anders. Gemäß Einstein, die Meinung zu ändern, ist eine große Geschichte. Meinung, Deinung, Unserung. Seinung. Hast du Lust auf ein kleines Spielchen? Ja, schau mal, tu mal spielen. Ich habe nämlich ein paar Satzanfänge vorbereitet, die ich gerne von dir einfach vervollständigt haben möchte. Kurz und spontan, einfach, was dir gerade dazu in den Sinn kommt. Einverstanden? Bitte. Ich bin ein einigermaßen liebenswerter Mensch mit irrsinnig viel Zicken. Mein Leben ist? Mal so, mal so. Schauspieler sind? Liebenswerte Leute. Politik ist? Unheimlich, unheimlich nötig. Unheimlich nötig. Menschen sind? Eine merkwürdige Krone der Schöpfung. Liebe ist? Was Unbeschreibliches. Das Leben ist? Sehr verwandt mit Liebe. Und jetzt stell dir vor, du könntest die ganze Menschheit erreichen. Du hättest die Möglichkeit, eine wesentliche Botschaft an die ganze Menschheit rauszugeben. Wie würde diese lauten? Naja, dieselbe wie von meinem Ableben. Nämlich? Pax vobiscum. Auf Deutsch? Der Friede sei mit euch. Erwin Leder, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich hoffe, du bist mal wieder zu Gast. Ich würde dich nämlich gerne noch ein paar andere Dinge fragen und ein paar andere Dinge noch von dir sehen. Du bist jederzeit gerne willkommen und danke für das tolle Gespräch.
Bruno, ich danke dir herzlich für die Einladung, dass ich da sein darf in der Schweiz, bei dir und bei deinen lieben Freunden. Und ich freue mich wahnsinnig, dich wiederzusehen, bei irgendeiner Gelegenheit. Danke dir schön für diese auch Geborgenheit und alles das. Ich fühle mich sehr angenehm bei euch. Danke vielmals. Weil Spielberg meinte, Erwin, es war wunderbar, was du gespielt hast. Das Ding ist nicht, dass es mir nicht gefällt. Das Ding ist, du hast halt in dem Augenblick Liam Neeson und Ralph Fiennes so um die Ecke gedreht. Und dann sagte ich im Moment, aber das war das Konzept, dass da einer reinkommt, der sich voll aufführt und diese wirklich perverse Struktur, die sich die da aufgebaut haben, durch seine eigentlich selbstmitleidige, bis zum Tod hingehende Emotionalität völlig aufmischt. Du hast sie getoppt? Das hat er gesagt, ja. Und obwohl das so im Konzept war und auch im Drehbuchkonzept drinnen, hat er gesagt, in diesem dreistündigen Film ist es einfach too much. Ich schaffe den Übergang nicht. Aber es gibt einen Director's Cut und da wirst du sehen, das sind einige Kollegen von mir, also auch ganz, ihre ganzen Rollen draußen diesbezüglich. Martin Semmelrogge zum Beispiel, der ist auch da. Aber es existiert angeblich, ähnlich wie beim Boot, 7,5 Stunden Film. Und wir haben beim Boot ja auch 6 Stunden gedreht und die haben einen Kinofilm gemacht, 2 Stunden 20. Und dann einen Sechsteiler, einen Fünfteiler, einen Vierteiler, Dreiteiler, sogar einen Zweiteiler gibt es. Mhm. Und dann noch den Director's Cut. Und so kann man Filme auch verkaufen. Und du hast gesagt, da habt ihr ein Jahr lang gefilmt, gell, fürs Boot. Mhm. Ziemlich genau ein Jahr lang, ja. Wart ihr da in einem richtigen U-Boot drin? Oder das war ein Modell. Modell? Das waren 3 Modelle, gab es eigentlich. Ah, okay. Das kam schon krass authentisch rüber. Ja. Du warst der Ghost, oder? Voll in der Panik. Maschinist. Ja gut, das ist die Szene, die man sich am besten merkt. Ja. Es gibt da noch ein paar andere. Ich habe mich selber gewundert, dass das dann so geworden ist. Ne? Das ist am Leben so beeindruckend, dass man immer wieder Menschen begegnet, die einen auch beeindrucken können. Ne? Ja. Gestern Abend zum Beispiel wieder. Das war auch beeindruckend. Dieses Gewirr von Individualisten. Das war ein schönes, die aber trotzdem an einem Strang ziehen, alle miteinander. Ne? Mhm. Und im Grunde alle dasselbe meinen, halt alle auf ihre Art, aber Verantwortung übernehmen und voll da sind irgendwie. Ja, das habe ich aber mir du auch kannst gedacht. Keinem sagen, tu das, tu dies. Ne? Genau, es ist schwierig, nämlich weil wir sind alles Alpha-Tiere. Jeder von uns hat eine Vision, oder? Die anderen Referenten, die dann auch noch kommen in die Sendung und so weiter. Das ist schon die Leute, die so sind wie wir oder wie du, die sind nicht, so habe ich das auch gemeint im Interview, nicht einfach im Sinne von, die haben einfach einen Weg. Und den gehen sie, egal was links und rechts passiert. Egal was die anderen sagen. Und manchmal ist das natürlich eine Hochspannung auch im Raum, diese starken Persönlichkeiten alle auf einem, naja, das auf einem Haufen. Wahnsinn. Wir haben ja den ganzen Laden dort gefüllt, das ganze Lokal war eigentlich war gar nicht mehr existent. Oder? Wie wir uns umgeschaut haben, war auch keiner mehr da. Ja, es ist die Frage, warum. Ne? Ja, waren überhaupt welche zwischendurch da oder nicht? Wohl, die waren schon da. Ich kann es nicht sagen. Ja. Die waren schon da, aber das Ding ist, ich habe nicht das Gefühl, dass wir es unbedingt Leute brauchen, die wie ein Rattenschwanz hinter oder vor uns herlaufen, sondern ich glaube, wir legen schon selber Hand an, dass wir unser Umfeld so befrieden und bewirtschaften, dass wir uns einfach wohlfühlen, ohne jetzt so ein Zugpferd sein zu müssen. Also das möchte ich zum Beispiel überhaupt nicht. Nee, ich meine, im Privatleben willst du ja nicht noch Obwohl, den Kasperl das machen, ist aber oder? Etwas, was mir viele Leute vorwerfen, ne? Dass sie sagen, ja, Erwin Leder, du musst ja immer irgendwie Recht haben und so. Sage ich, es tut mir leid, dass so rüberkommt. Das ist nicht meine Natur. Ja. Du magst wohl Recht haben, so ein Alpha-Tierchen. Das kommt schon so rüber, natürlich. Ja, aber das ist ja nur deshalb, weil ich vielleicht so vorgefertigte Dinge habe aus meiner Erfahrung, die ich dann so rüberbringe, um mich aber abzuschleifen, um mich selber zu reiben und zu sehen, wo ist denn da was, was ich noch nicht dazugelernt habe, nicht? Weil sonst bin ich ja einsam und verlassen in meinen depperten Ideen. Dann hast du gestern was dazugelernt, oder verstehe ich das richtig? Na wohl, ja. Zum Beispiel? Zum Beispiel von Bilbo, als sie sagte, naja, also
ich muss eigentlich nicht anfangen, mit sie zu reden. Also warum sagst du eigentlich nicht gleich du? Ich finde das irgendwie komisch. Sie ist Französin und sie sagt, wir in Frankreich verwenden diesen Plural anders als ihr im Deutschen, obwohl wir haben ihn auch. Aber das ist mir irgendwie zu viel Respekt und zu viel Althergebrachtes, sage ich, entschuldige, also wenn du überhaupt entschuldigst, als solchen Begriff auffassen möchtest. Es ist Richtigkeit, es ist Respekt, richtig, dass du das so siehst. Es ist aber auch einfach nur Achtsamkeit, weil ich dich nicht kennen kann. Und bevor ich dich verletze, und jetzt habe ich dich aber damit verletzt, dass ich erst mal sie gesagt habe, du musst es aber jetzt nicht so auffassen, als wärst du jetzt eine große Autorität für mich. Ne? Wir können es auch gleich runterbrechen. Mhm. Und ich möchte jetzt eigentlich über das Kapitel nicht eine Viertelstunde reden. Ne? Mhm. Aber wir sind dann doch hängen geblieben im Auto. Aber es hat sich dann wiederum eine ganz andere Sache entwickelt, nämlich ein Gespräch über eben die Situation in Frankreich gerade und dass man auch mit den Menschen an den Randstädten, am Stadtrand halt, wo ich auch lebe, in Wien übrigens, auch sehr gut zurechtkommen kann, wenn man mit ihnen unmittelbar in ein Gespräch kommt und den Mut hat, auch in ein Gespräch zu kommen. Das hat sich aber über die Du- und Sie-Schiene entwickelt, was ich sehr spannend fand. Mhm. Da habe ich auch gelernt, wieder ein paar Ängste abzubauen, ja, diesbezüglich. Zum Beispiel. Also ich bin mir manchmal vorgekommen, vielleicht kennst du das, wie im falschen Film. Ich bin da mit Menschen zusammen, wo ich mich frage, wie geht das, dass ich die überhaupt kenne oder kennenlerne oder treffe und die sich dann untereinander auch noch. Und ich habe so ein Gefühl, was jetzt gerade passiert, hat mit Vernetzung zu tun. Das hat sicher damit zu tun, es hat aber auch natürlich mit deiner und mit euren Persönlichkeiten zu tun, mit der Initiation dieser Möglichkeit, weil wenn es wirklich starke Menschen sind, die ihr einladet, dann sind das ja nicht Egomanen, die sich da jetzt sozusagen ausstechen. Nee, es geht um Visionäre. Es geht um Menschen, die auch ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln wollen, weil sie einfach sehen, du, entschuldige, runterreißen können wir uns daheim auch einen, da können wir gleich daheim bleiben. Genau. Ne? Und Fans kann ich auf Facebook Tausende haben, wenn ich es drauf anlege. Also darum geht es überhaupt nicht. Es geht einfach darum, dass wir mal anfangen, praktisch zusammenzuwachsen, auch wenn wir uns nur von da und dort her kennen. Aber deshalb finde ich auch diese Vision, die ihr ja im Spirit TV offenbar habt, hier praktisch einen Schritt zu setzen, um auch dem Mainstream, dem politischen und wirtschaftlichen, ökonomischen Mainstream was entgegenzusetzen, da auch etwas in der Tat zu vollbringen. Also genau. Soll ich das sagen? Dass da wirklich was passiert. Das ist die Idee. Wir können viel theoretisieren, aber irgendwer muss auch genau, was tun. Genau, wir müssen es ja tun. Ne? Ja, genau. Ja. Und also, man muss ja jetzt nicht zu einem Verein gehen. Also das ist auch nein, auf keinen Fall. Spirit TV wahrscheinlich ist nicht eine Vereinigung für Andersdenkende, sondern das ist lediglich eine Möglichkeit, ein Wegweiser oder möchte etwas sein, das diese Geister oder verschiedene Geister jetzt was wir mit Free zusammenführt. Spirit, ne? Was wir wollen mit Free Spirit TV ist eigentlich, wir wollen unbeeinflusst unsere Meinung kundtun und die Leute präsentieren, die wir gut finden und dann dem Zuschauer überlassen, was er daraus macht. Wir möchten einfach ein Zeichen setzen, ohne dass uns jemand reinredet, weder finanzielle Abhängigkeit noch irgendwie eben mit Werbung und so weiter, noch moralisch, noch vereinsmäßig, noch religiös. Natürlich sind wir ein Bewusstseinssender, heißt ja auch von bewussten Menschen für bewusste Menschen. Aber wir wollen nicht steuern, wir wollen nur einen weiteren Standpunkt, der unabhängig ist, darlegen. Die Menschen draußen können sich ihr eigenes Bild schon machen. Da habe ich großes Vertrauen, aber wir müssen jetzt einfach mal aus unseren Löchern kommen und uns zeigen. Und ich bin so dankbar, gerade Menschen wie du, dass wir jetzt bereit sind, auch ich offenbar neuerdings, bereit, uns die Hände wirklich zu reichen und zu sagen, bei allen Differenzen, letztendlich, stehen wir für dieselbe Sache, eine friedliche Welt mit glücklichen, gesunden, erfolgreichen Menschen. Was wollen wir mehr? Das ist das Ziel. Das ist ein wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. Also, liebe Zuschauer, jetzt ist aber wirklich Schluss. Das war Free Spirit TV, der Sender jenseits des Mainstreams. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.
Und nochmal danke. Gerne, Bruno, danke dir. Den Abschluss, der war nicht gut. Aha. Der kann, nimmst du den ersten? Oder gerne, willst du mir nochmal sehen? Du hast noch keinen gemacht. Ah, nicht? Ja. Doch. Ich habe doch schon einen Abschluss. Ja, du hast schon, er hat schon einen gemacht. Aber nicht offiziell. Ach, doch? Na, es hat sich dann nach dem Schluss wieder ein Gespräch ergeben. Jawohl. Du hast einen Schluss, aber wir können noch mal einen machen. Da haben wir drei zum Auswählen. Ja, das war jetzt ein großartiges Schlusswort. Ja. Ja, das lassen wir. Ich nur das Bedanken, oder? Genau. Erwin, es war mir eine große Ehre und eine extreme Freude, dich wieder zu sehen und dich hier im Studio zu haben. Ganz, ganz lieben Dank für dein Kommen und dein Sein und dein Wirken. Mach noch bitte lange so weiter. Dankeschön. Nee, das ist nichts gewesen. Du musst in die Kamera. Ah, okay. Ah, Entschuldigung. Habe ich es persönlich genommen. Du, das war ein großartiges Schlusswort, was du nämlich vorher gesagt hast, was Free Spirit eigentlich ist und möchte, dass man sich halt die Hand reicht und dass man halt mal endlich miteinander was tut, obwohl natürlich, ich meine, wir wissen natürlich nicht. Soll ich jetzt ein Schlusswort machen? Ja, ja. Na, ich gebe dir so den Lebendigen, dass das ist es. Ja, liebe Zuschauer, wir sind wieder mal am Ende einer Sendung angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid wieder dabei, wenn es demnächst heißt, willkommen bei Free Spirit TV, dem Sender jenseits des Mainstreams.